Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3. So, es geht wieder die Mission mit dem Anzünden der Handfelder an. Und bevor wir jetzt uns nach da unten begeben, schauen wir jetzt erstmal, dass wir uns... Okay, dass wir uns erstmal ein rotes Blatt holen. Das wir hoffentlich hier in der Nähe irgendwo finden werden. Damit wir uns dann Feuerfestspritze herstellen bzw. intern verabreichen können. Ah, da vorne haben wir doch was rot aussieht. Fackel irgendwo. Kaminrotes Blatt. Ah, sogar zweifach. Stimmt. Fackel-Ingwer. Der Fackel-Ingwer passt ausgezeichnet zu Fisch. Allein auf Wook Island gibt es ein Dutzend Rezepte mit örtlichen Fischarten und Fackel-Ingwer. Aber pass auf. Manchmal entzündet sich das Zeug spontan in deinem Mund und du bist sofort tot. Das ist schnell eskaliert. Der Geschmack ist das Risiko aber jederzeit wert. Okay. Klingt gesund. So. Dann werden wir euch gleich auch schön einen Paraglider nehmen, um da runter zu gehen. Oder runter zu segeln. Aber vorher stellen wir jetzt eben erst diese Feuerfestspritze her. So. Die ist hier unten, also die ist auf 7. Jetzt lassen wir mal kurz die Gesundheit regenerieren, die ich gerade da verkackt habe, also weil ich da runtergesprungen bin. Und wir können eigentlich auch nochmal kurz schauen, ob wir noch einem... Ah ne, wir haben ja die Spritzentasche damit jetzt gefüllt. Sonst hätten wir noch eine Medizinspritze produzieren können. So. Auf und in die Handfelder. Oder so. Ob das so eine gute Idee war, ich weiß es nicht. Also die Handfelder sind da links. Also hier unten. Das haben wir ja gerade schon gesehen. Ja, bestes Flugverhalten, ich weiß. Fliegen wir mal ein bisschen rüber. Fliegen voll auf die Fresse. Und vergessen wir, dass wir nur einen Flammenwerfer haben. Verdammt. Nein. Nein. Aua, 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 aua. Nein. Teil dich, Mensch. So. Jetzt aber. Ach, komm, ey. Komm, jetzt nimm da noch ein bisschen Ingwer mit. Toll. Jetzt habe ich hier erstmal alles angezündet. Kann ich erstmal warten, bis es abgebrannt ist. Ah, wobei? Mein Gott. Ach, jetzt habe ich den... Ernsthaft? Jetzt habe ich den durch das Feuer, was ich da oben aus Versehen gelegt habe, um den Hund abzufackeln. Damit habe ich jetzt den Typen gekillt? Okay. Oh, es fällt... Ich sogar noch der Hand an. Oh ja. Gut, also, ne? Jetzt ist ein bisschen Rösti angesagt. Müsste sich das Feuer ja eigentlich relativ gut verbreiten, würde man denken. Ja. Oh ja, das ist doch mal ein Lagerfeuer für sich. Boah, das brennt aber echt gut. Gut, das gefällt mir. Ja, da haben wir jetzt rechts. Komm, jetzt haben wir die ganzen Bereiche abgefackelt. So. Wir müssen jetzt noch in die Richtung. Hier ist eine sehr komische Wegmarkierung. Okay. Hä, sollte ich das ja gerade nicht verbrennen? Oder sollte ich jetzt... Achso, es waren erstmal nur die beiden und dann... Das ist echt viel Gras. Okay. Toll. Ich muss mich unbedingt um einen besseren Waffengurt kümmern. Das ist so echt nervig. Heureo! Hab ich deinen Hund gesehen? Ich liebe das Teil. Ja, der Flammenwerfer ist echt grandios. Nein, nein, nein. Nein, die sind nicht gefunden. Sondern... Ne? Der Hund. Oder?
Wer hat mich jetzt noch angegriffen? Ach ne, es hat mich wahrscheinlich... Ach ne, es hat mich einer beschossen, okay. Eins weniger! Okay. Dämlicher Hund. Drei mehr, voll geil. Nein, warum brenne ich schon wieder? Jetzt. Und ich sag noch, klopft das Feuer aus. Ja, ich hätte natürlich jetzt auch einfach mal die Feuerfestspritze verwenden können. Bevor ich da runter YOLO. Jeweils auf 7, ne? Ja, die ist auf 7. Okay. Das ist echt viel Gras. Zack. So. 7. Brennt? Ja, ich liebe das Teil. Das ist jetzt ein ungünstiger Moment, um nachzuladen. Komm, los. Das war jetzt nicht so gut. Eins weniger. Anzünden und laufen. Aber vor allem schneller. Voll geil. Ja, vielleicht sollte ich mich mal kurz heilen. So. Moment, 2 von 5? Ich hab doch allein schon 2. Das war Nummer 3. Aber das brennt ja auch noch. Stimmt. Ist auch noch markiert. Und Nummer 4 geht in Flammen auf. Feurio! Ich laufe dann mal weg. Das hat gesessen. Schnell. Das war knapp. Ich habe keine Spritzen mehr. Das ist uncool. Ich habe gerade den Boden angezündet. Das ist genauso uncool. Und ich brauche noch ein Drogenfeld. Also eins muss ich noch abfackeln. Jetzt muss ich erstmal wieder da hochkommen. Und das ohne mich selbst zu flambieren. Wäre jedenfalls ganz gut. Nein, nein. Ich kann es jetzt nicht gebrauchen, dass mich dann noch irgendwer entdeckt. Das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Verdammt. Das... Toll. Da kommt noch Kraft, da kommt noch was raus, was man anzünden könnte, aber... Und eine brennbare Flüssigkeit ist auf jeden Fall noch da. Was soll ich jetzt machen? Oh. Jetzt haben sie es fast neben mir zum Explodieren gebracht, das war uncool. Nutze Molotovs, um aus Entfernung einen Bereich in Flammen zu setzen. Ja. So, ich nehme mal noch ein kaminrotes Blatt mit. Und werde gleich feststellen, dass wahrscheinlich kein Platz mehr in der Tasche ist. Doch, es war noch Platz. Okay. Moment mal, welche Felder muss ich anzünden? Da, da. Die 4 hier auf jeden Fall. Aber irgendwo muss ja noch eine Nummer 5 sein. Das ist echt viel Gras. Wahrscheinlich da hinten, das ist da jetzt noch so schön markiert. Lass mir doch mal eine Granate. Guten Tag! Schöne Multikill gelandet, jawohl. Oh, ich habe nur eine Granate gehabt. Nein! Möchtest du vielleicht? Ja, danke. So. Eurio. Das Brennen ist eröffnet. Mal nachladen. Laden ab. Los. Komm. Na, das war nicht so geplant. Zack. So, die Feuerschutzwirkung ist vorbei. Das heißt, genau. Genau so läuft das hier. Eins weniger. Komm, zünd an. Zähl.
nicht ganz so dicht dran vielleicht. Komm jetzt. Ich weiß ja bald näher. Vielleicht haben die Piraten was für mich übrig. Na, komm. Noch drei mehr. Voll geil. Kurz heilen. Da reinlaufen, was auch immer es da gab. Oh, ich glaube, da war Munition. Toll. Hab ich gerade gebraucht. Nein, nein, nein. Das war Nummer 3. Mann, ich liebe dieses Ding. Ist geil, ne? Ja, ja. So, Eurio. Da wird doch wohl kaum noch einer aus der Richtung schießen. Achso, ja, vielleicht mal heilen. Sehr gut. Ach, das Feld brennt noch nicht. Oder ist noch nicht abgebrannt. Stimmt. So. Zack, jetzt brennt es aber. Also, noch brennt es nicht, aber es wird gleich brennen. Müsste das nur ein bisschen schneller Feuer fangen, das wäre echt gut. Weil der Flammenwerfer jetzt nicht nur die ganz große Reichweite hat. Und dann dementsprechend auch nicht ganz so hilfreich ist gegen die Feinde, die da alle gerade annatzen. Mich das jetzt gleich noch hinrafft, bevor das da abgefackelt ist. Wonach es gerade aussieht. Das ist nicht so gut. Oh, die Hütte brennt. Nein! Heilen! Nein! Komm! Jetzt heil dich doch, Mann! Er konnte sich nicht entscheiden, ob er sich jetzt heilt oder zuschlägt. Er hätte sich besser heilen sollen, aber das wollte er nicht. Menno. Ah, komm. Das ist echt viel Gras. Hätte dich erst rennen sollen, aber hey. Komm. Fang an zu brennen. Hallo? Erstmal hier vorflambieren, würde man sagen. Bis es gut durch ist, dann Spritze nehmen und dann krepieren, verdammt. Ach Mann, Mensch. Das war so sicherlich nicht geplant. Und ich glaube mittlerweile, dass es fast hilfreicher wäre, wenn ich wenigstens eine Waffe hätte für den Fernkampf. Wenn das jetzt so gerade echt wenig bringt mit dem Flammenwerfer. So, dann schauen wir nochmal kurz. Dass wir die Feuerfestspritze erneuern. Kurz gucken, nachladen. Müssen wir nicht. Oh, müssen wir doch. Okay. Das ist echt viel Gras. Interessant. Winter. Ach ja, wie schön das ist. Was passiert wohl? Nein, jetzt. Ja, halt dich doch. Los. Wo bleibt die Feuerfestspritze? Jawohl. Da war sie. Och nö. Was hat mich denn da jetzt umgehauen? Die Explosion sollte es nicht gewesen sein. Das ist echt viel Gras. Ach ja. So, machen wir das doch mal so. Rennen wir erstmal daher. Dann da. So, dann haben wir gerade einen dämlichen Hund irgendwo eine Schelle abgekriegt. Jetzt brennt hier schon alles. Sehr gut. Eigentlich müsste man hier auch so ein, ja, so ein Ölfass anzünden können. Echt? Warum lädt er denn nicht nach, Mensch? Jetzt ballert er wieder die Feuerfestspritze umsonst durch. So. Ich liebe das Teil. Eins weniger. Ja, das war jetzt nicht so gut. Jetzt bin ich mich hier ziemlich ungeschützt. Erstmal heilen. Schnell. Los. Ja, sehr gut. Ich habe keine Feuerfestspritze mehr, sehe ich gerade. Ja, toll.
Sehr gut. Noch drei mehr. Nicht schon. Klopp. Mal gucken, wie viel ich erwische. Oh, mehr als einen auf jeden Fall. Ich glaube, die Reichweite von dem Ding ist echt größer, als ich gedacht hätte. Hm, not bad. Nummer 4 geht in Flammen auf. Aua. Ah, Medikit. Sehr gut. So. Nein. Nein. Oh, das war knapp. Jetzt sollte ich mich schleunigst aus dem Staub machen, ohne Flammen zu fangen. Aua. Das war nicht so geplant. Warum renne ich eigentlich schon wieder? Mensch. So. Das sollten doch eigentlich alle Felder gewesen sein. Glaube ich. Ich glaube, es dauert gerade einfach noch einen Moment, bis das abgebrannt ist, oder? Ja, genau. Das war's. Sehr schön. Erreiche das Fischerdorf. Oh, toll. Das hat's jetzt nicht einfacher gemacht. Ah, wobei, ich kann dem gleich seinen Knarre abnehmen, hoffentlich. Außer die Hütte explodiert. Warten wir mal kurz das Lagerfeuer da ab. Komm, mach hinne. Ich will die Waffe. So. Die Leiche nehmen. Plündern wir mal. So. Der hatte doch eine. Ja. Eine Waffe. Ah, das ist vielleicht viel praktischer als der Fangwerfer. Jedenfalls für meinen Spielstil irgendwie. So. Oh, was ist da los? Hm, vielleicht hätte ich den Flammenwerfer doch mitnehmen sollen, bei so vielen Gegnern. Einfach das ganze Dorf anzünden. Ich glaube, das wäre nicht mal die schlechteste Option gewesen. Traurig, aber wahr. Komm, jetzt gib ihm. Ja. Moment, kann ich mit dem Super markieren? Oder mit dem Dings markieren? Ne, kann ich nicht. Okay. Nur wenn man sie schon mal getroffen hat. Mein Gott, wie viele Leute stehen denn da unten? Granaten habe ich natürlich keine mehr, aber ich kriege eine ab. Das ist ja auch nie besser. So, jetzt müssen wir ihn noch treffen, dann wäre das wirklich gut. Moment, ich soll das Boot zerstören, ne? Ich hoffe mal, dass ich das ohne Flammenwerfer hinkriege. Vielleicht habe ich da noch ein paar Explosivstoffe oder so zur Hand. Wäre nicht verkehrt. Zack, gib ihm. Der nächste, jawoll. So, nachladen. Und vorwärts. Oh, was ist das denn? Das ist nicht so gut. Das tut weh. Ja, erstmal hier die Kugel aus dem Arm holen. So. Dann stellen wir auch direkt erstmal was her. Wir haben nämlich jetzt fast gar keine Spritzen mehr. Wir haben auch keine grünen Blätter mehr. Das ist jetzt irgendwie. Ja. Ja, der ist gepanzert wie sonst was. Oh. Nicht gut. Nein, ich habe auch keine Granaten mehr. Verdammt. Vielleicht hätte ich doch lieber den Flammenwerfer weiterverwenden sollen. Andererseits. Okay, so. P.
PKM. Das PKM ist ein leichtes Maschinengewehr aus Russland. Wahrscheinlich hast du schon auf Fotos von grimmigen Rebellen, Aufständischen und Bodybuildern in Hochglanzmagazinen gesehen. Diese Waffe ist groß, mächtig, zuverlässig und schwer zu übersehen. Ja. Vor allem hat die ein riesiges Magazin. Und eine unglaubliche Schussrate. So, noch kurz den Arm verbinden. Dann auch noch Munition. Oder? Keine Munition. Ach man. Warum kann ich keine Munition mitnehmen? Toll, brauche ich Standard. Oh, brauche ich. Hey, jetzt hat er doch welche mitgenommen? Wer weiß, ne? So. Ja, das ballert dann doch so ein bisschen mehr rein. So. Wie wäre es mit Frissblei? Na, nee, wenn ich laufe, kann ich nicht zielen. Wer hätte das gedacht? Oh, was haben wir denn hier? Kann man das... Wie sehr kann man das drehen? Ach ja. Schön. Wunderschön. Sollte ich das nicht... Moment, sollte ich das zerstören oder sollte ich das erreichen? Und jetzt zu dem Boot! Es qualmt so ein bisschen. Nein, nicht die Waffe. Nein, nicht den... Gottes Willen, nicht den Raketenwerfer. Soll ich das jetzt zerstören oder nicht? Ach so. Nein! Ach komm, jetzt hat er die andere Waffe ernsthaft... Nein. Eins weniger. Das war's. Ich muss hier raus. Ja nee, jetzt brauche ich erstmal eine ordentliche Waffe, ihr Witzbolde. Wie, die ist jetzt hier nicht mehr im Wasser. Ach, da ist sie noch. Sehr gut. Nein, jetzt komm, lass mich da hin. Los? Ja. Dass er die Waffen auch immer wegwerfen muss, wenn der die tauscht. Willis Huntley. Diese Informationen sind vertraulich. Du hast doch nicht geglaubt, dass es so einfach wäre, oder? Ja, das wäre wohl zu einfach gewesen. Oh, ich kann jetzt Sprengpfeile herstellen. Interessant. So. Wir müssen uns gleich mal auf die Suche nach grünen Blättern machen, weil ich welche neue Medizinspritzen brauche. So zum Heilen wäre das nicht verkehrt. Aha. Die Kollegen haben das hier direkt übernommen. Gut, was wollen sie damit jetzt? Ist alles verbrannt. Die umliegenden Tiere, oder in der Nähe befindlichen Tiere sind alle heil, genau wie selbige Menschen, wenn sie nicht verreckt sind. Dann, ne? Was wollen sie da noch machen, ja? So. What the hell? Ein Bär? Asiatischer Schwarzbär. Gejagter Jäger. Den häuten wir doch mal. Sternfell werde ich bestimmt verwenden können. Ja. Erster Mann, ich. Wo kam der Bär her, mein Gott? Plötzlich war er da. Vielleicht wurde er von dem Öl angelockt. Oder er ist hergelaufen, weil er noch high war. Von dem ganzen Hanf. Oder von den ganzen Drogen, die er verkokelt wurden. Warte mal, was sind das für Tiere? Sind das wirklich... Sind das Rehe? Nein. Komm. Mensch, jetzt geht er hoch. Los, wo sind die jetzt hin? Ach, das waren Hirsch. Okay. So. Hirschfell, ja? Ja, natürlich. Kleines Raketenbündel. Was? Moment mal. Nein. Brennstoffgurt für... Nein. Ach so, für mehr Raketenwerfermunition. Ja, wer hätte das gedacht? Aber ich glaube, ich nehme mal noch ein paar mehr hier schon mit. Jetzt, wo wir gerade mal die Wahl oder die Möglichkeit haben, welche zu kriegen. So. Meiner.
Ja, schön, dass ich die anderen damit natürlich jetzt sinnvollerweise angelockt habe. Was greift mich da an? Ach, die Hunde. Oder sowas. Nicht nur die Hunde. Die Typen greifen mich natürlich auch an. Mein Gott, das läuft jetzt alles durch die Gegend. Nein! Ach man, da lagen so viele Fälle rum. So ein Mist. Hätte er mal besser sich schneller gehalten. Oh komm, jetzt spawn ich ernsthaft mit der Waffe. Ernsthaft? Was soll ich denn damit? Ach Mensch. Warum nicht mit der APG? So wie ich gerade auch hier rausgelaufen bin. Das war total dämlich. Was soll ich denn damit jetzt machen? Jetzt kann ich nicht mal Hirsche jagen gehen. Naja, vielleicht doch. Aber... ja, jagen. Na toll. Ja, toll. Jetzt brenne ich. Jetzt brenne ich schon... Ach Leute. Ja, deswegen geht man nicht mit der AP, mit dem Raketenwerfer jagen. Weil man dann den kompletten Wald damit anzündet. Bester Plan, jetzt zu mir zu laufen, Leute. Oh, der hat aber ordentlich getroffen. So, jetzt heil dich. Los. Ich glaube, es hat aufgehört zu brennen. Naja, so halbwegs. So, dann nehmen wir die Hälfte mit. Oder einige jedenfalls. Komm. Ekelhaft. Ekelhaft, sagt er. Ja, sowas. So wie er das macht, ja. Kann man dazu sagen. Was auch immer das für ein Tier war. Jetzt ist es meins. Ach, ein Beutelwolf. Was war das denn jetzt für ein Move? Er wirft eine Molotow unter seine Füße und fängt an zu brennen. Trottel. Oh, ein Bär. Guten Tag, Bär. Nein! Oh. Ja, gut, wer... Warum spawnt man auch mit dem Raketenwerfer, Mann? Das ist doch nicht wahr. Jetzt mal ganz im Ernst, wer spawnt... Wenn du nur eine Waffe tragen kannst und dann mit dem Raketenwerfer gespawnt wirst, dann kannst du besser ohne Waffe gespawnt werden. Nein. Immerhin wissen wir jetzt, wo der Bär herkam. Von der Straße. Nein. Na egal. Hier müsste es ja einen Shop geben. Hoffentlich. Oder? Ja gut, hier ist ein Schnellreisepunkt. Dann gibt es ja auch irgendwo einen Shop. Local Store. Wo ist der Eingang? Da ist der Eingang. So. Sturmgewehre, genau. Welche nehmen wir? Ach stimmt, die AK-47 war besser. Ja, das ist mir trotzdem ziemlich egal. So, dass es da keine Aufsätze für gibt. Was ist da? Ach so, das sind Lackierungen. Hm, nee. Die fand ich schon in Call of Duty hinreichend nutzlos. So. Ja, jetzt habe ich auch wirklich diese Waffe. Schön. Jetzt würde ich auch gerne sehen. Ah. Ja, dann muss ich wohl noch Munition mitnehmen. So. Sturmgewehr-Munition. Genau. Ach ja, und Kram können wir natürlich auch noch verkaufen. Edelsteine. Okay. Ach, die Fälle kann man verkaufen. Das ist interessant. Oder die soll man verkaufen. Ja, okay. Wunderbar. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz im Inventar. Und ein bisschen weniger Platz in der Brieftasche. Ja. Tolle Holztür. Warum hat er eigentlich immer noch sein C4 unter dem Tisch befestigt? Ich würde das mal wegmachen. Ich liebe den Flammenwerfer. Die Deutschen, was soll ich sagen? Die wissen, wie man was abfackelt. Hier ist dein Earpiece. Danke. Warst du hier mit deinen Jungs da draußen? Nein, nein, nein. Hat schon seinen Grund, warum ich die US-Flagge hier habe.
Hier drin herrscht Zivilisation und Ordnung. Da draußen, im Dschungel, die Synapsen in unserem Hirn verkümmern so allmählich. Man vergisst, woher man kommt, wer man ist. Ja. Also, was ist mit meinem Freund Oliver? Ich habe fast alles, um den Laden auszuheben. Ich spür's. Übrigens, du wirst echt populär. Tolles Wetter haben wir. Warum, was planst du denn Parade? Dafür liebe ich dich, was? Du hast Humor. Das ganze Business ist zu knochentrocken. Außer dir. Also, was ist mit dem Weißbrot? Weißt du was, der interessiert mich einen Dreck. Ist mir scheißegal. Wirklich? Was mache ich dann hier? Sobald du das Lösegeld hast, werden seine Freunde verkauft. Dein großer Bruder ist tot. Und mit dem Kleinen habe ich gemacht, was du wolltest. Bloß meine Schwester. Die tätowiert das Weißbrot. Jetzt hörst du mir mal gut zu. Deine Familie ist mir scheißegal. Du verlangst es mir, dass sie dich nicht auf meine Autoantenne gespießt haben. Deshalb finde ich sehr gut. Okay, wenn ihr Joint, Brody, okay. Egal wer. Geht klar. Fantastisch. Ja, ich liebe dieses Wetter. Wie heißt dieses Dorf da unten noch? Benestown? Einheimische Sympathisanten? Die haben ein Transportverzeichnis, das mir am Herzen liegt. Ich werde sie mal besuchen. Schön, dich zu sehen, Lars. Du musst dann wohl nach Bearstown. Ich wette, Oliver steht auf dem Verzeichnis. Wer hat es? Sag ich dir, wenn du da bist. Ich habe noch was zu erledigen. Du findest ja raus. Ein Mann namens Hoyt. Sprich mit Willis. Und jetzt verlasse die Hütte. So. Aber bevor wir das tun, machen wir hier einen Cut und damit bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Far Cry 3.